Cupra, die Performance-Marke von Seat, feiert heute schon ihren 3. Geburtstag. Und was könnte man sich Schöneres selbst zum Geburtstag schenken als einen 5-Zylinder-Turbobenziner? Der kommt final im Formentor VZ5, das wissen wir jetzt schon. Wir haben in dem Video jetzt einfach mal die Details und guten und schlechten Nachrichten zusammengefasst. Ja, wir sehen schon, der Cupra Formentor VZ5 sieht genauso aus, im Prinzip erstmal wie der normale VZ. VZ steht dabei ja für Veloz, also für Spanisch schnell, und hier eben noch die 5 dazu für den 5. Zylinder. Es gibt aber doch auch ein paar Änderungen. Wir haben zum Beispiel wesentlich mehr Carbon. Wir haben, so sagt Cupra, eine etwas neu designte Motorhaube. Neu ist vor allem der Kühlergrill, der ist jetzt hier beim VZ5 schwarz eingefasst. Und auch unten der Frontsplitter bzw. der Stoßfänger trägt jetzt mehr Carbon. Und hier reden wir auch immer von echtem Carbon. Ganz besonders auffällig sind die 20 Zöller. Ohne die geht es auch gar nicht, denn die Bremsscheiben sind ja schon 18 Zoll groß. Dazu aber später mehr Details. Wir haben den normalen Formentor Veloz mit nur in Anführungszeichen 310 PS ja schon gefahren, oben rechts verlinkt. Und der jetzige hat eben 390 PS bzw. 287 Kilowatt und maximal 480 Newtonmeter Drehmoment. An der Front hat Cupra dem Formentor übrigens als VZ5 auch noch größere Lufteinlässe gegönnt. Und wenn wir mal zur Seite gucken, dann sehen wir als Kenner vielleicht, dass der Formentor VZ5 einen Zentimeter näher am Boden ist als ein etwas schwächerer Bruder. Hinten sehen wir dann auch einen neuen Diffusor, ebenfalls aus Carbon. Und der Schriftzug Cupra und VZ5 sind, so sagt Cupra, in schwarzem Chrom ausgeführt. Sieht auf jeden Fall insgesamt sehr, sehr aggressiv und cool aus. Wir haben ihn hier im Video übrigens als Magnetic Tech Matt in dieser Lackierung. Es gibt ansonsten noch 4 weitere Lackierungen und eine neue, die nennt sich Tiger Gray. Am Abend sieht man dann, dass sich die Heckleuchtengrafik, das LED-Design, nicht verändert hat, genau wie vorne. Das bleibt wie beim bekannten Formentor. Am Heck ist auch noch ein Unterschied zum normalen Formentor, dass die 4 Endrohre mit Kupferdesign hier diagonal angeordnet sind und nicht nebeneinander. Im Innenraum ist wirklich alles sehr bekannt vom Formentor wie bisher. Wir haben Petrolblau Metallic hier zu sehen, dann mit Kupfernähten. Und hier sehen wir schon das richtige Highlight innen, nämlich die ganz neuen Schalensitze. Ebenfalls zur Hälfte aus Carbon. Man sieht schon, die scheinen sehr, sehr viel Seitenhalt für dynamische Fahrten zu bieten. Da bin ich schon gespannt, wie sich's fährt. Die Sitze sind dann natürlich immer auch serienmäßig. Serie ist auch das große 12 Zoll Infotainment-System und man könnte das Ganze auch, das heißt die Schalensitze, in einem schwarzen Leder wählen. Ich habe schon überlegt, woher ich die Schalensitze kenne. Im einfacheren Formentor sind es auf jeden Fall andere, die sind auch nicht so stark konturiert. Und im Tiguan R, den wir bereits gefahren sind, sind das auch andere. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wenn ihr wisst, woher diese Sitze bekannt sein könnten. Die meisten dürfte aber ganz sicher die Motorisierung interessieren. Es ist also der 5-Zylinder, 2,5 Liter aus dem Audi-Fundus, der hier verbaut wird, mit einem serienmäßigen 7-Gang-DSG. Er leistet 390 PS, 287 kW. Die liegen an zwischen 5700 und 7000 Umdrehungen. Das maximale Drehmoment ist verfügbar ab 2250 Umdrehungen. Das Kühlsystem will man speziell auf den Formentor abgestimmt haben, wie eben den ganzen Motor. Und damit soll er dann in 4,2 Sekunden auf Tempo 100 gehen. Die V-Max ist bei 250 km/h elektronisch begrenzt. Ob man das in irgendeiner Form dann aufmachen kann, softwaremäßig, das bleibt momentan noch offen. Alle technischen Daten blenden wir hier auch nochmal ein. Das Fahrwerk ist wie gesagt einen Zentimeter niedriger als der normale Formentor Veloz. Wir haben die DCC, das heißt die adaptiven Dämpfer in Serie schon dabei. 15 Modi soll es geben, also sie sind quasi die neuen adaptiven Dämpfer und die sind entsprechend fast stufenlos verstellbar. Ein Allradantrieb ist natürlich sowieso dabei. Hier sehen wir nochmal die sehr schönen 18 Zoll Bremsscheiben. Akebono nennt man die Felgen, soweit wir wissen. Die Bremssättel kommen natürlich in Kupfer lackiert und 6 Kolben haben die. Das heißt, entsprechend kann man auch bei dynamischer Fahrt erwarten, dass man schnell wieder zum Stillstand kommt. 20 Zoll Felgen sind dann ebenfalls Serie. Das klingt natürlich nach viel Spaß und wir sind auch schon wirklich sehr, sehr gespannt, den Formentor VZ5 zu fahren.
Auch gespannt sind wir auf den Sound. Die Abgasanlage vom VZ5 sieht schon ein bisschen spektakulärer aus. Wir wissen aber nicht, ob die eventuell von einem fremden Zulieferer stammt. Momentan erscheint das eine Cooper-eigene Anlage zu sein. Ein Soundcheck haben wir leider noch nicht. Als Assistenzsystem, das ist uns ja immer wichtig, wird mit Sicherheit das Assistenzpaket XL verfügbar sein, aber vermutlich auch optional. Auch solche Dinge werden dann noch Aufpreis kosten. Und die große Frage, die sich stellt, ist, ja, warum hat man denn jetzt diesen 5-Zylinder von Audi ausgerechnet in den Cupra vom Mentor gepackt und vielleicht nicht irgendwo bei Volkswagen schon in den letzten Jahren untergebracht? Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr denkt. Wir könnten uns gut vorstellen, dass die Marke Cupra eben momentan schon ganz gut läuft. Und wenn man doch sehr viel Fokus auf eine neue Marke im Konzern legt, dann kann man das Ganze eben noch ein bisschen pushen mit so einem besonderen Motor. Und genauso stellt sich mir auch die Frage, ob man so einen Cupra vom Mentor VZ5 dann kaufen sollte oder nicht. Denn in ein paar Jahren wird es vielleicht gar nicht mehr möglich sein, so einen Verbrenner zuzulassen. Es gibt da noch zwei organisatorische Werte. Der eine ist, dass Cupra sagt, tatsächlich ist der Formentor VZ5 auf 7000 Stück begrenzt. Das wäre natürlich sehr, sehr wenig. Ich bin gespannt, ob sich das nachher noch ändern wird. Der Marktstart wird auf jeden Fall im vierten Quartal 2021 sein. Wir müssen uns also sicherlich noch ein bisschen für einen Soundcheck und eine Testfahrt gedulden. Umso spannender ist es dann auch zu hören, was ihr dazu meint. Schreibt uns gerne in die Kommentare, ob nicht normal 310 PS im Cupra Formentor ausreichen oder ob man wirklich einen 5-Zylinder braucht. Ich würde sagen, ja, ich würde schon wahrscheinlich eher den 5-Zylinder nehmen. Es werden aber mit Sicherheit einige 1000 Euro Aufpreis fällig. Genaue Preise haben wir noch nicht. Wir bedanken euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und freuen uns über ein Abo und das Aktivieren der Glocke, damit ihr auch in Zukunft nichts über den Cupra Formentor verpasst, wenn er denn verfügbar ist, und natürlich auch nicht unsere Tech-Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen.